Sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Der vorliegende CDU-Antrag, zu dem rede ich, wird auch von meiner Fraktion abgelehnt werden. Auch wenn wir hinsichtlich des Standorts für das Dokumenta-Institut keine einheitliche Position haben, haben wir uns im Rahmen unserer Positionsbildung doch meines Erachtens recht differenziert und sachorientiert mit den verschiedenen Vor- und Nachteilen der einzelnen Standortvorschläge auseinandergesetzt und dabei sowohl kulturpolitische als auch stadtentwicklungs- und verkehrspolitische Aspekte berücksichtigt. Diese differenzierte Herangehensweise, die letztlich durchaus auch zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen führen kann, erkenne ich in der Argumentation des CDU-Antrags nicht. Stattdessen kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die CDU mit ihrem Antrag versucht, auf eine von einigen Geschäftsinhabern losgetretene Kampagne aufzuspringen und allen in letzter Zeit plötzlich aus dem Hut gezauberten Scheinargumenten zum Trotz geht es Ihnen dabei nicht in erster Linie um das Dokumenta-Institut und den besten Standort und erst recht nicht um Bäume auf dem Karlsplatz, sondern um die Verteidigung der Parkplätze. Seit über 20 Jahren sollen diese Parkplätze verschwinden. Dafür wurde unter anderem die Tiefgarage am Friedrichsplatz gebaut und für den Erhalt dieser oberirdischen Parkplätze hat die Stadt Kassel viele Jahre lang hohe Konventionalstrafen bezahlt. Die Stadt kann es sich auf die Dauer nicht erlauben, eine große Freifläche im Zentrum der Innenstadt für herumstehende Blechkisten zu reservieren, während die Tiefgarage nebenan meistens nicht ausgelastet ist und wir alle wissen, dass wir insgesamt den Autoverkehr in der Stadt reduzieren müssen. Nun möchten Sie also eine weitere Runde drehen, um gegen alle Vernunft und für die kurzfristigen Interessen der Autolobby den Karlsplatz bzw. den großen Parkplatz, der den historischen Karlsplatz bisher quasi unsichtbar macht, weitere Jahrzehnte einer sinnvollen Nutzung zu entziehen. Und diesen hartnäckig hinhaltenden Widerstand gegen die Umverteilung des städtischen Straßenraums führt also die CDU und wir werden wahrscheinlich noch erleben, die AfD dann als ihr rechtsradikaler Raumfortsatz. Hier wird Stimmung gemacht und Sie machen mit und Ihnen geht es nicht um eine Platzbegrünung und die durchaus berechtigten Sorgen der Geschäftsinhaber, die um ihre Umsätze während der Bauphase zum Beispiel fürchten. Und das ist letztlich nur der Vorgeschmack auf das, was wir erwarten können, wenn in den nächsten Jahren die eigentlichen Debatten um die Umsetzung der Verkehrswende beginnen. Denn da geht es ganz entscheidend darum, dem Auto seinen privilegierten Platz im Straßenraum zu nehmen, dem Radverkehr, den Fußgängern und dem ÖPNV deutlich mehr Platz einzuräumen. In diesem Zuge wird es unter anderem um Fahrspuren und viele, viele Parkplätze gehen, die abzubauen sind. Den Aufschrei, den das hervorruft, müssen wir aushalten und die Kontroverse um die Zukunft des öffentlichen Raums offensiv führen. Die Standortdebatte haben wir nun lange geführt. Über die Schwächen und die Kritikwürdigkeit des Vorgehens des Magistrats hat meine Fraktionskollegin ja einiges schon gesagt. Jetzt an dieser Stelle aber nochmal zu sagen, alle Standorte sind im Spiel außer dem Karlsplatz, ist keine Lösung, sondern wirft uns in der Diskussion um mindestens ein Jahr zurück. Die Menschen, nicht nur die in der Kunst- und Kulturszene, wollen jetzt eine Entscheidung und die werden wir heute zu treffen haben.